Ganz gemeinte Frage an euch als Zuschauer. Wie oft schreckt ihr hoch und denkt euch, Alter, fuck! Ich hab noch ein Stück Salami im Backofen! Nee, Moment, das war irgendwie... Also ich meine, wie oft denkt ihr euch, warum kommen eigentlich keine Horror-Games mehr? Oh, nicht schon wieder Fortnite! Steph, kannst du mal was anderes spielen als immer nur Minecraft? Ich glaube, ich töte ihn einfach. Es ist soweit. Nach Jahren der Pause kommt auf meinem Kanal endlich mal wieder ein Horror-Game. Und da das etwas sehr Besonderes auf meinem Kanal ist, habe ich mich auch extra für euch ein bisschen schick gemacht. Langärmeliges Jeanshemd. Im Sommer, Alter! Hab drauf geachtet, dass es trotzdem noch relativ casual ist. Ich fand, man muss es jetzt auch nicht immer übertreiben. 700 Euro Sweater ohne Aufdruck! Warte mal. Was war nochmal das Thema gerade? Einfach töten. Und so heiße ich euch herzlich willkommen zu Welcome Back, Daddy. Und das ist das verflucht nochmal gruseligste Menü, was ich seit Jahren gesehen habe. Respekt und ciao! Aber wollen wir doch mal schauen, ob das Game diesen Eindruck auch halten kann. Ich weiß absolut nicht, worum es geht, aber ich vermute mal, es beinhaltet mich und ciao! Ein Haus, relativ karge Lichtverhältnisse und eine ganze Menge Boos. Das sollte für ein Video eigentlich ausreichen. Nun, augenscheinlich muss ich meinen zarten Leib dort erstmal reinschwingen. Moment mal. Hab ich da das Licht von meinem Auto angelassen? Ich muss zurück zum Haus gehen. Nein, 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 nein. Ich muss erst mal das Licht an meinem Auto ausmachen. Ja, wie ein ganz verantwortungsbewusster Erwachsener, nicht wahr? Okay, YOLO. Geh mal halt rein. Lass den Schmutz hier. Oder auch nicht, dann muss ich wohl draußen bleiben. Gut, hast du auch an deinen Schlüssel gedacht oder ist Sicherheit nicht so dein Ding? Abgeschlossen hast du offensichtlich, ja. Mutti hat aufgepasst. Echt jetzt? Ich nehme alles zurück. Alter, 3000 Grad Schlüssel gegen Schlüsselloch. Wer wird wohl gewinnen? Ich bin so gespannt. Oh yeah. Glücklicherweise sind in diesem Haus Lichtschalter eingebaut. Ich nehme alles zurück. Glücklicherweise habe ich immer eine Taschenlampe am Start. Wie soll es in Horrorgames auch anders sein? So, mach mal bitte hier das Brett zu, sonst kommen Motten rein und zerfressen mir meine... Decken, die ich da zum Ausschimmeln aufgehangen habe, offensichtlich. Ist ein Familienerbstück, es war mir besonders wichtig. Alter, kann mir mal jemand verraten, warum Horrorspiele prinzipiell damit anfangen, dass irgendwer geistig bisschen minder bemittelt ist, irgendwo in irgendeinem viel zu großen, viel zu vollgestellten Haus einzieht? Und danach könnt ihr mir vielleicht das hier erklären. Ja, das kann man ja immer mal gebrauchen, oder? Noch ist die Zeit nicht, sich zu beschweren. Entschuldigen Sie, Madam. Kommt nie wieder vor. So, was haben wir denn hier? Oh! Upred Sneaker-Sammlung ist auch mit umgezogen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe zwar keine Karre, aber auch eine Garage braucht einen Sinn im Leben. Gönne ich jeden das. Oh Gott, das sieht doch aus, als müsste ich hier mit irgendwem Verstecke spielen. Und glaubt mir, wenn ich sage, dass das höchst unfreiwillig von einer Seite der Beteiligten erfolgen wird. Sorry, meine Hose vibriert. Oder sonst irgendwas. Mein Telefon ist da drin. Wo drin? In der besagten Hose oder in dem Raum? Ah, verstehe. Alles klar. Ich habe den Turbo-Vibrationsmodus angeschaltet. Die Nachrichten geben ständig Erdbebenwarnungen für dieses Gebiet raus. Wenn die wüssten. So. Alter, eine nice Butze habe ich mir hier gegönnt, sag mal. Was ist denn los? Ich muss einen äußerst interessanten Beruf haben. Nein, habe ich offensichtlich nicht, weil ich in meinem dunklen Zuhause rumrenne wie ein Geistesgestörter. Und ich habe so das Gefühl, dass sich dieser Umstand in... nächster Zukunft auch nicht wirklich ändern wird. Ah, hier, guck mal an. Zum Glück habe ich Glow in the Dark Schlüssel gekauft. Ich weiß schon doch ein bisschen, was ich tue. Ganz neben der Spur scheine ich nicht zu sein. Ich bin auf alles vorbereitet, was da folgen könnte. So, darf ich jetzt da eintreten, das bescheidene Anwesen? Wow. Warum habe ich überall diese Dinger stehen? Was ist das für ein komischer Fetisch? Moment mal, das sieht doch aus wie unten. Alter, es geht noch höher? Warte mal, ich bin in der unteren Etage. Ich lebe wie ein Pillow. Die
Die Frage ist jetzt natürlich, was in diesem Raum abgeht. Ist das das nächtliche Spaßzimmer oder was? Ich glaube, meine WG-Mitbewohner treiben es dort wie Wildschweine. Ich bin rein, hab die Augen zugemacht und bin gleich schnurstracks die Treppe runtergefallen. Das erklärt auf jeden Fall so einiges. Ich weiß, ich bin atemberaubend. Aber könnt ihr euch mit dem Stöhnen eventuell ein bisschen zurückhalten? Oh. Du erfüllst meine Ohren mit lieblichen Gesängen. Verstehe. Ja, das bringt etwas Leben in die Bude, nicht wahr? Mein lieber Schwan! Ich erfülle eure Ohren mit lieblichen Gesängen, habe ich das Gefühl. Also, lass uns mal ganz kurz evaluieren, was geschehen ist. Zum Dank dafür, dass ich hier ihr die Aussicht auf das Fensterbrett genommen habe, hat sie mich mit ihrem zarten Stimmchen verzaubert und dann wusch! Und ich bin eines äußerst schmerzhaften, unnatürlichen Todes gestorben, offenbar. Das heißt, wir müssen irgendetwas getan haben, als sie gesungen hat. Beziehungsweise nicht getan. Mal ganz davon abgesehen, dass die Zeit viel zu knapp ist, um in diesem gigantischen, vollgeladenen Haus irgendetwas zu finden, sofern es das ist. Und wir haben nichts getan. Außer, dass wir rumgelaufen sind. Vielleicht halten wir einfach mal unser Maul und bleiben an Ort und Stelle stehen, während die Gute hier unsere Hörkanäle verwöhnt. Wie ist denn das? Das halte ich für eine sehr, sehr gute Idee. Ich berühre gar nichts. Es scheint zu funktionieren. Aber wir waren an diesem Punkt bereits. Okay, wir sind nicht tot! Okay, wir sind tot. Hat wunderbar geklappt. Gute Idee. Aber es hat doch augenscheinlich irgendetwas mit diesem Gesang auf sich. Vielleicht müssen wir stehen bleiben, sobald sie aufhört zu singen. Hat das immer die gleiche Länge oder endet das abrupt? Das würde Sinn machen und wäre unglaublich interessant. Moment, ich probiere das mal. Psst. Noch lebe ich. Oh, alles klar, jetzt fängt sie wieder an. Ach nicht? Alter, ist das schwer. Das ist ja voll ätzend. Da kann ich gar nicht quatschen. Oh. Oh, schreien kann ich ganz wunderbar. Okay, Leute, probieren wir es einfach nochmal. Oh Gott, wir müssen auch in den ganzen Schubladen und Kloschüsseln und so weiter rumkramen. Oh, holla, die Waldfee. Okay, let's go. Der Spaß. Kann beginnen. Alter, ich muss jetzt ruhig sein. Kann nicht so viel quatschen. Psch, psch. Die blöde Alte. Oh, hi. Achievements? Boah, ey. Jedes Mal so knapp sein. Okay, wo bist du? Wo bist du? Oh, jedes Mal Herzinfarkt. Schubladen gehen nicht auf, by the way. Oh, ja.
Alter, es ist schwerer, als es aussieht. Hilfe! Hilft mir! Scheibenkleister, Mann, warum nicht? Ach, verdammt! Oh. Boah, Leute, jetzt bin ich aufgeschmissen. Weiß gar nicht, wo ich suchen soll jetzt noch. Also, die ist bei mir die ganze Zeit. Oh, Alter, ist das cool, creepy, Mann. Oh! Okay, gut, das war... das war ein Glücksgriff. Leute, ich hab's versucht. Ich hab mir echt Mühe gegeben, ja? Also, bitte, aber... Ja, RNG war auf meiner Seite. Dankeschön. Oh, oh. Wir lassen ein laues Lüftchen rein, nachdem es unerwarteterweise ausgetreten ist bei der Anwesenheit dieses kleinen, frechen Mädchens. Oh, also, und sie hat alle ihre Freunde mitgebracht. Darf ich bitte dir den Schlüssel aus der Gürtelschlaufe fingern, mein Lieber? Oh Gott. Oh nein, da läuft ein Timer ab. Ich muss den finden, oder? Offensichtlich ja, innerhalb von 60 Sekunden. Ansonsten, ihr wisst ja, wie das mit den unnatürlichen Toten hier vonstatten geht. Alles klar, dreimal hab ich schon. Wie oft muss ich denn, Mama? Alter, auch im Haus? Ja, weil ich kann hier zurück. Oh nein, oh nein. Okay, ich glaube, der ist relativ sichtbar, der Typ. Das sollte uns einen Vorteil verschaffen. 40, verdammt. Der kann auch überall in den Schränken sein, oder? Wetten, der ist oben in der Toilette? Oh Gott, so lustig ist das gar nicht. Weil da würde ich nicht nachgucken, glaube ich. Hallo? Baby? Zeit für neue Windeln? Zeit für Happa Happa? Verdammt. Verdammt, ist er wirklich nicht im Klo? Hätte er sein können. Ich meine, ich schließe keine Möglichkeiten aus. Oh Gott. 10, 9, 8, 7, 6. Nein, wir schaffen es noch, oder? Komm on, mach auf! Komm aus den Hufen! Bisschen schneller hier! Wir müssen jetzt zusammenarbeiten! Oh, Panik! Panik! Ah! Alles klar! Was machst denn du da? Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später! So. 5. Wie oft eigentlich noch, Alter? 6. Oh, der hat einen Schlüssel fallen lassen. Oh, Alter, das hat viel zu lange gedauert. Ey, bestimmt 20 Mal oder so habe ich es probiert. Ey, heftig. Alles klar. Wow, ey, das Spiel ist super, super hart. Ich bin ganz schön fertig. Und ich bin immer noch nicht in meinem Büro. Alles klar. Ich frage mich auch, was das Game hier versucht, für eine Geschichte zu erzählen. Weil ich meine, ganz ehrlich, ich komme nach Hause und meine Kinder spielen Halloween mit mir oder so. Zu meinem größten Unvergnügen. Keine Ahnung. Was sagt eigentlich meine Frau dazu? Haben sie wahrscheinlich gegessen. So aus Scherz. Naja. Oh, alles klar. Ja, haben wir auch noch was? Hi, ciao. Was auch immer. Oh, natürlich folge ich deinem kleinen nervigen Arsch. Mit dem größten Vergnügen. Ja, ja, wir spielen jetzt nachts um 11. Wie ganz normale Leute. Was willst du mir zeigen, Sisser? Der sieht auch aus, als ob er sich jeden Moment in die Hosen scheißt. Jetzt quark doch nicht rum. Es ist doch alles auch gar nicht so schlimm. Wo ist er denn hin? Du was? Nicht
beide zusammen. Oh Gott, no. Ich heule gleich, Alter. Nein, mach das nicht. Kello, das Problem ist, wenn ich das jetzt beende, dann speichert es den Spielstand nicht. Es speichert nur die Checkpoints, solange man das Game anhat. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich das nochmal versuche, ich meine, ich kann es nicht versprechen, weil es wird halt auch nicht aufregender, ne? Es wird nur immer schwerer. Ich erwarte noch diesen Krokodil-Heini, der bestimmt auch noch irgendwann dazu kommt. Es erinnert mich ja stark an Emily Wants to Play, muss ich sagen. So rein von der Spielmechanik. Ja, es ist eigentlich ganz witzig, aber wenn man es eine Dreiviertelstunde gespielt hat, dann ist es doch dann irgendwie auch eher so, ne? Würde ich sagen. Ich denke mal, ihr versteht das. Könnt mir trotzdem gerne einen Daumen nach oben da lassen, dann spiele ich das vielleicht nochmal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, vielleicht in der nächsten Folge hiervon, vielleicht in einem anderen Game. Und danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Haut rein und einen schönen Abend. Tschüss.